Moin YouTube, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Dragoon in Part Nummer 4. Wir sind auf der Weltkarte, wir haben im letzten Part das Helena-Gefängnis abgeschlossen und haben dem Flügel Prügel gegeben, um das Wortspiel nur mal mit einzubeziehen. Ich denke, wir sollten vielleicht den oberen Weg nehmen, oder? Weil das ist ja dann ein neues Gebiet. Oder sollen wir vielleicht erstmal zurück in die Stadt? Oh, ist das? Eine Mischung aus einem Schnabeltier und einem Maulwurf, oder was? Das ist ein Maulwurf, okay. Das sieht mir aber eher nach einem Schnabeltier aus. Bei Shana finde ich ganz gut, dass sie einfach Normalschaden macht, also man bei ihr keine Tasten drücken muss. Dementsprechend macht sie natürlich auch weniger Schaden, aber na gut, diese Zusätze, die wird sie, denke ich mal, definitiv noch bekommen. Ansonsten wäre das echt bitter. Und mit ihm hat es sich genannt. Herr Puni. Gut, oh, das war doch ein einfacher Kampf. Hat er überhaupt was gemacht? Nö, ich glaube nicht. Na gut. Denn hat er halt nichts gemacht. Kann er auch mitleben. Kann ich sogar sehr gut mitleben. Was ist das denn? Prärie. Nicht betreten oder betreten. Wir betreten's. Kann er nicht schaden. Die sollen sogar hier lang, habe ich das Gefühl. Lawitz, kannst du noch weitergehen? Ja. Okay. Es hätte auch sein können, dass wenn wir jetzt zu dem Waldstück gegangen wären, dass man irgendwie hätte gesagt bekommen, okay, wir können hier jetzt nicht lang, weil, okay, die haben uns aufgelauert oder sowas. Versteckt euch. Ist auf einmal mit Lawitz los, ist ja angeschlagen oder wie? Tut es weh? Es ist nur ein Kratzer. Oder wurde er gerade von dem Pfeil getroffen, ohne dass ich es gesehen habe? Aber du musst die Wunde behandeln. Die kann später behandelt werden. Wir müssen erst weg hier. Ich trage Lawitz. Shana, geh du zuerst. Behandelt mich nicht wie ein Kleinkind. Ich werde mit euch Jungs gehen. Ich kann alleine laufen. Alles klar. Okay, also ändert sich gar nichts am Status Quo. Hier kommen sie. Lasst uns gehen. Tschüss. Ach, das sind doch nur ein paar Leute aus dem Gefängnis. Die hätten wir auch locker wegschnetzeln können. No problem. Ja, Lawitz ist gut getarnt. Okay, sie haben uns scheinbar entdeckt. Dort sind sie. Frauen zuerst, dann können wir die Leute in Basil verschonen. What? Ist das der Flüchtling? Sei nicht töricht. Schau mal dort drüben. Ja, die Texte sind eventuell in der Übersetzung vielleicht ein bisschen vom Sinn her abgedriftet. Aber nun gut. Hauptsache es ist Deutsch. Das war knapp. So, sollen wir lieber nach oben oder nach unten? Ich denke, wir gehen erstmal nach oben. Oder nö, doch nicht. Dann gehe ich lieber nochmal nach unten. Kommt ja eh gleich ein Zufallskampf wieder. Aber wir haben es noch ins nächste Bild geschafft. Das ist immer schön. Oh. Haben wir hier einen Laden? Ah, ich kann mich glaube ich daran erinnern, dass man da eine Axt findet. Oder so. Auf jeden Fall ist das kurz bevor man
In die Stadt geht, wo Labetz herkommt, Basil. Da kann ich mich noch dunkel dran erinnern. Wie gesagt, ich habe es irgendwie, glaube ich, nie über die erste CD hinaus geschafft. Sowieso Hälfte von der ersten CD oder so. Also jetzt nicht, weil ich es nicht weiter geschafft hätte, sondern weil ich das mal auf dem Emulator angezockt habe, das Originalspiel, habe ich nie in die Hände gekriegt, leider Gottes. Müsste er nicht auch, also ja, man kriegt ja, glaube ich, gar nichts, wenn man irgendwie, genau, man kriegt nichts, aber das levelt auf, genau. Es müsste eigentlich schon der Doppelhieb auf Level 2 sein, oder? Ja, schon. Und Ping. Dauert auch, glaube ich, gar nicht mehr so lange. Da muss man mit Dart gegen so einen ganz dicken Klopper alleine antreten. Und da kriegt er, glaube ich, seine Drachenrüstung. Okay, sie ist im Level gestiegen, das ist schon mal schön. War hier nicht irgendwie was? Ich meine, hier ist irgendwas. Was für eine lächerliche Wunde. Tut es noch weh? Ein bisschen. Ich habe Erste Hilfe gelernt. Ich dachte, das wäre hilfreich, besonders in diesen Zeiten. Schauen und lernen, das ist was ganz Neues. Herr X könnte ja jeden Moment verwundet zurückkehren. Herr X, also Herr Dart. Lasst uns dort drüben in die Hütte gehen. In Ordnung. Gut, man könnte sich auch das Pferd nehmen und ihn da drauf packen. Dann könnte man zumindest schneller vorankommen. Bitteschön. Danke, es geht schon viel besser. Es scheint, als haben wir diese Dummköpfe aus Helena abgehängt. Dart, erzähl mir etwas über die letzten 5 Jahre. Das ist echt ein super Zeitpunkt, um davon zu erzählen. Schon in Ordnung, macht nichts. Wir haben dafür keine Zeit. What? Also, okay. Ich habe diese Reise gemacht, um Rache zu nehmen. Ich wollte die Person, die mir das Kostbarste geraubt hatte, finden und töten. Ich konnte dir nichts davon erzählen, deswegen bin ich alleine fortgegangen. Das schwarze Monster? Ich kenne nur den Namen. Niemand wollte mir etwas darüber erzählen. Sie sagten, ich sei noch zu jung dafür. Was ist das schwarze Monster? Wovon redest du? Ich bin an zwei Orten zu Hause. Der eine ist Celeste. Dort habe ich meine Zeit mit Shana verbracht. Und der andere, mein eigentliches Zuhause, ist dort, wo meine Eltern lebten. Vor 18 Jahren hat mich das Monster meiner Heimat beraubt. Neat. Nicht. Das Heimatdorf vor 18 Jahren. Darts Heimatdorf. Okay, auch gut. Aha. Es geschah, als ich 5 Jahre alt war. Ich würde an es eher Ned als Meat aussprechen. Ned wurde von dem schwarzen Monster angegriffen. Das ist auf jeden Fall auch ein Dragoon. Wir hatten Glück. Nur wir drei konnten aus dem Dorf entkommen.
aber mein Vater kehrte in das Dorf zurück. Was hat der bitte für eine Hornhaut auf dem Kopf, dass sich das wie Schleifpapier anhört? Vor dem Borch stieg. Und meine Mutter folgte meinem Vater zurück in das Dorf, um den anderen zu helfen. Dort aber wartete das schwarze Monster. Und lass mich raten, beide wurden umgelegt. So scheint es zumindest. Da gibt's bestimmt auch noch einen Plot-Twist irgendwo gegen Ende der Story. Ich blieb alleine zurück, zitternd wartete ich auf die Morgendämmerung. Die Sonne entblößte eine fremde Landschaft. Es war ein völlig vollendet, so ist gut, genau so. Ja, und ich fand das hier. Ja, sein Amulett, was ihn zu einem Drachenritter oder Dragoner macht. Okay. Alles, was ich noch vorfand, war das hier. Es ist ein Andenken. Mein Vater hat es immer bei sich getragen. Schon gut, Dad, ich verstehe schon. Es tut mir leid, Chana, dass ich es dir nicht erzählt habe. Es ist in Ordnung, ich wusste, du würdest es mir eines Tages erzählen. Sag nichts mehr. Du bist also gerade erst von dieser Reise zurückgekehrt, mit der du einen Schussstrich unter deine Vergangenheit ziehen wolltest. Ich bin noch nicht ganz angekommen. Du hast Ned erwähnt. Das hört sich nicht an, als sei es ein Dorf hier in dieser Gegend. Es liegt weiter nördlich von hier. Es wird sich wohl niemand mehr an den Namen erinnern. Lavitz, sag mir, was geht in diesem Land vor? Momentan ist unser Königreich Basil mit dem Sandora-Reich im Krieg. Der Krieg hat sich über ganz Serdio ausgebreitet. Warum wurde der Waffenstillstand gebrochen? Wegen des Drachen. Das legendäre Monster hat die Macht Sandoras gestärkt und damit das Kräftegleichgewicht zerstört. Danach ist Kaiser Dole immer aggressiver geworden. Ein Drache? Nein, das kann doch gar nicht sein. So etwas kann man in einem Krieg einsetzen? Ja, war doch selber dabei. Weißt du etwas darüber? Bevor ich nach Celeste kam, stürzte sich ein Drache auf mich. Er besiegte mich und es gab keine Möglichkeit zu entkommen. Ein vorbeiziehender Krieger rettete mich, nur deswegen bin ich noch am Leben. Der Drache nähert sich schneller als ich dachte, wir müssen etwas unternehmen, bevor es zu spät ist. Du meinst noch mehr Opfer? Ja, es ist Krieg. Wie auch immer, ich muss zurück zur Intelsburg in Bale. Es gibt so viele Dinge, die ich König Albert mitteilen muss. Weißt du was, Dad? Ihr solltet mit mir kommen. Vielleicht weiß Minister Noish etwas über das schwarze Monster. Ich verstehe, es ist von einem Königsgeschlecht mit langer Geschichte. Vielleicht bekomme ich etwas Neues heraus. Dann ist es also abgemacht. Geh kein Risiko ein, Lavitz. Du bist nicht völlig gesund. Du wirst mal eine gute Ehefrau. Danke. Gehen wir. Das sieht scharf aus. Oh, das sieht scharf aus. So, fertig. Ist hier vielleicht noch irgendwie was? Da haben wir doch irgendwie was gehabt, oder nicht? Ja. Weitergehen, Pause machen. Habe ich irgendwie Punkte, die ich auffrischen muss? Ja. Pause machen. Sind die dann aufgefrischt, wenn ich Pause mache? Ich hoffe doch, sonst wäre das echt doof.
So. Wow, fast das Glas umgekippt. Wäre auch nicht cool. Ja, super. Shana ist wieder voll geheilt. Gut, da brauche ich keine Heiltränke verschwenden. Wovon ich auch gar nicht mehr so viele habe, glaube ich. Gegenstand benutzen. Heiltränke. Ja, 4 Stück. Die habe ich ja. Und einen Zaubertrank. Oh, Mann. Also, viel Zeug habe ich nicht bei mir. Fast umgefallen. Jetzt kann ich nochmal zurück und die Axt nehmen und dann kann ich den Baum bestimmt umhauen, oder? Und dann kann ich bestimmt mit dem Baumstamm über den Fluss. Ach komm, nimm doch einfach die Axt. Muss ich da jetzt ernst? Jetzt verarschen die mich, oder? Jetzt muss ich bestimmt an einen anderen Ort, wo ich dann sehe, okay, ich komme nicht über den Fluss. Und dann kann ich erst die Axt nehmen, um den Baum da umzuhauen, damit ich über den Fluss komme. Okay. Täusche ich mich oder haben die hier gerade irgendwie die Kampfmusik vergessen? Oder aus irgendeinem Grund ist sie gerade nicht da. Na gut, jetzt kommt sie. Gut. Kiwi-Vampir. Bam. Harpune. Ein Kiwi-Vampir. Da hast du Fruchtsaft. Du Drecksau. So. Und, ne, mach ich mal erst den Kiwi-Vampir. Bam. Und dann kriegt er einen Pfeil in die Fresse. 3 Schaden. Mensch, Shana, du musst echt ein kleines bisschen, ne? Ess mal Schwarzbrot. Das gibt Tinte auf dem Füller, wie mein Vater sagt. Na gut. Ob jetzt eine Frau Tinte auf dem Füller braucht, weiß ich nicht. Dafür bräuchte ich, glaube ich, erstmal einen Füller. Sehr schön. Und? Komm schon. Ja, gut. Es ist gut, dass die Lebenspunkte der Gegner immer ziemlich niedrig sind. Wirbelstock. Mhm. Das schauen wir uns direkt mal an. Ist Shana Vorlawitz gelevelt? Die ist vor ihm, Level 5. Mensch, Lawitz, du hingst ganz schön hinten dran. Also, das hätte ich jetzt nicht von dir gedacht. Doppelhieb ist auf Level 2. Habe ich mir schon gedacht. Oh, wir haben schon mehr als die Hälfte wieder fürs nächste Level. Ja, dann bleiben wir mal bei Doppelhieb. Schluck auf. Wir bleiben immer noch Schluck auf. Wir bleiben hier bei der Harpune. Die ist ja bald Level 2. Und danach können wir auch mal Wirbelstock ausprobieren. Sie hat keine Zusätze. Das ist natürlich immer so eine Sache, ne? Sobald man in der Aufnahme ist, irgendwie wird angerufen oder man hat Schluck auf oder es kribbelt die Nase oder was auch immer. Oder man kriegt einen Krampf, auch super. Es ist zu breit, um rüber zu springen, ja. Und jetzt muss ich mir die Axt aus dem Schuppen holen und den Baum da umhauen. Mann, Mann, Mann. So, aber bevor ich bei dem Schuppen ankomme, kommt natürlich ein Zufallskampf. Hier genau. Ach, ich kenne mich doch schon aus hier. Wenigstens sind die Zufallskämpfe voraussehbar dadurch, dass man ja halt dieses rote Dreieck dann über dem Kopf hat, so nach dem Motto, ja, Achtung, kommt gleich was. Da hätten sich andere Spiele ein Beispiel dran nehmen können. Oh, da gibt's auch so Spiele, hey, da sind die Zufallskämpfe wirklich so gemein platziert, dass du wirklich in manchen Fällen 1-2 Schritte gehst und es kommt direkt wieder was. Also,
Paradebeispiel dafür ist echt Lucifer's Call für die PlayStation 2. Boah, war das schrecklich. Und das war ja allgemein auch recht schwierig im Schwierigkeitsgrad. Generell die Shin Megami Tensei-Reihe außerhalb jetzt vom Persona ist recht knackig im Schwierigkeitsgrad, also muss ich wirklich sagen. Persona ist noch ein bisschen leichter als der Rest, aber ich würde sagen, Persona ist eigentlich immer noch ein bisschen schwerer wie Final Fantasy. Also Final Fantasy pampert einen ziemlich mit dem Schwierigkeitsgrad, muss ich sagen. Vielleicht kommt das für mich auch nur so rüber, aber ich habe immer den Eindruck gehabt, Final Fantasy ist da echt sehr zart beseitet und wirft seine Spieler jetzt nicht unbedingt mit Schinken eingewickelt in ein Loch voller hungriger Hyänen. Da gibt's echt Spiele, die sind da schlimmer. Zum Beispiel Dark Souls. Die Axt ist ganz schön abgegriffen. Ja, ich nehme sie trotzdem. Ich hole sie, wir können den Baum auf dem Felsen damit fällen. Axt aus Hütte! Sehr schön. Wunderbar. Das ist aber auch ein komisches Pferd. Der Kopf ist eher von einem, weiß ich nicht, Ameisenlöwen. Oder nee, Ameisenbär. So Vieh. So heißt das Vieh. Wenn wir diesen Baum über den Fluss... vielleicht funktioniert's. Ja, als Brücke, es ist ein Versuch wert. Ja, dann hau das Ding mal um. Boah. Ja, genau. Mist. Wir müssen einen anderen Weg finden. Eigentlich nicht, der wird ja da jetzt sein. Obwohl das ziemlich komisch ist, dass ein Baum stromaufwärts geschwemmt wird. Fuck Physics, ich weiß. Weil... Was? Ach, ist jetzt nicht da. Jetzt ist es auf einmal stromabwärts, ne? Obwohl die Klippe ja eigentlich deutlich unterhalb jetzt von dieser Stelle war, aber scheißegal. Passt schon. Gut, sind wir trotzdem rübergekommen. Auch schön. Und Mann! Okay, den Kampf machen wir noch und dann holen wir uns da oben die Kiste und dann machen wir einen Cut. So. Das kann ich mir jetzt so sonst nicht verzeihen. Denn würde ich mich glatt selbst doppelieben. Sonnenanbeter, so sieht er auch aus. Ernsthaft? Doppelhieb verkackt? Das ist mies. Schon wieder verkackt? Mhm. Steigert seine Stärke. Das müsste eigentlich schon halbtot sein. Bam, Doppelhieb. Nur 3 Schaden. Das ist mies. Dann wird sie ja nur 2 oder 1 machen. 2, ja. Dachte ich mir. Dann hat er seine Abwehr deutlich verstärkt. Der Arsch. Oder alles. Das kann natürlich. Ja, er hat alles verstärkt, okay. Angriff und Verteidigung zumindest. Bam. Sehr schön. Und zack. Blutsaugen. Auch nice. Also jetzt für ihn. Für mich nicht. Okay. So geht's auch. Die Kämpfe sind ein kleines bisschen langsam. Also vielleicht wird das ja noch.
Engelsgebet. Gut, den können wir uns einmal wiederbeleben. Aber bisher gefällt es mir eigentlich recht gut. Lasst auf jeden Fall einen Kommi da, eine Bewertung. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja, macht euch einen schönen Tag. Tschüss.